Moin Moin, hallo, willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Tourismus-Surfer mit der neuen Grafik und das bei Regen. Jo. Das sieht nice aus. Das sieht richtig krass aus. So, dann haben wir hier die ganzen Texturen, die möchte ich euch mal zeigen. Wenn wir hier hochsehen. Wir sind jetzt auf Update 1.3 mittlerweile. Und ich finde es wirklich richtig, richtig schick. Und irgendwie sieht es so ein bisschen aus wie Permusator in der Beta-Phase. Hat so ein bisschen was davon. So die Lichteffekte, aber kann auch sein, dass es mich nur täuscht. Wir machen mal Scheibenwischer an und sehen uns das Ganze einfach mal an. Also, der Wahnsinn. Echt. Wenn wir jetzt die Fenster runter machen, mal sehen, was dann passiert. Hat das denn auch irgendeine Auswirkung? Nee, okay, nicht wirklich. Ich dachte, dann würde es auch so schön verschmieren und so, aber gut, macht nichts. Genau, so. Ich würde einfach mal sagen, dass wir trotzdem jetzt eine kleine Tour fahren. Ich habe zwar jetzt keine Tour direkt angenommen. Nichtsdestotrotz werden wir einfach mal ein Stückchen fahren. Und zwar bis dahin. Und fahren dann wieder zurück hinterher. Licht an. Sounds wurden ein bisschen überarbeitet. Ich zeige euch das kurz. Okay, so. Es sind eigentlich mehrere Punkte, die überarbeitet wurden. Und ich glaube, tatsächlich mal einen Scheibenwischer etwas schneller laufen lassen. Also ich finde, das sieht aus wie Permusator in der Beta. Also, weiß ich nicht. Hat so ein bisschen was davon. Aber mir gefällt's. Die Türsounds am Depot sind auch überarbeitet worden. Also meiner Meinung nach auch sehr cool. Wer auf einem Discord-Server ist, der weiß, ich habe da schon mal den Regen angeteasert. Jetzt ist er drin im Tourismus. Und es macht wirklich was her. Ups. Ja, meine Fahrkünste, ihr kennt es. Oh Mann, ist das nice. Echt. Bin begeistert. Also, mir gefällt das sowas von gut. Gerade auch durch diesen ganzen Regeneffekt an der Scheibe und so. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, mit dem Regen, das wird trotzdem noch so selten sein. Ganz einfach aufgrund dieser Vegetation überhaupt. Also, das Klima auf Fuerteventura ist ja ein bisschen anders als hier in Deutschland oder überhaupt in Europa, Mann, gleich erstmal hier mich versprochen, Entschuldigung. Ja. Sieht schick aus. Kann ich immer wieder nur betonen. So, demnächst folgt dann mal wieder eine richtige Folge mit Strecke und allem. Jetzt werde ich mal eine Tour fahren. Jetzt fahre ich auch wieder zurück zum Depot. Denn ich möchte euch nochmal was zeigen am Depot, was sich denn da so alles getan hat. Denn ich finde, auch das ist ein Punkt, den sollte man vielleicht mal gezeigt haben. Und dann möchte ich nochmal mich entschuldigen, dass jetzt in letzter Zeit nicht gerade viele Videos gekommen sind. Aber ja, ich kann nur wieder nur sagen, es würde sich sehr lohnen, wenn ein paar von euch noch auf den Discord-Server von mir kommen und in der Videobeschreibung verlinkt. Ja,
So. Jetzt fahren wir hier wieder rein. Und es läuft irgendwie auch ein bisschen flüssiger, finde ich. Also, bewirkt einiges, das Update. Achso, den nächsten Punkt wollte ich vielleicht auch noch gleich mal zeigen. Ja, ich hab's geahnt. Dieser Pfosten, der macht es immer wieder zu schaffen. Also wirklich von der Helligkeit und so im Bus gefällt mir es deutlich besser als dieses Dunkle oben. Das macht doch was her. Oder auch hier dieser Regen an der Scheibe. Schick, schick. So, gehen wir mal ins Büro, was sich da so getan hat von der Grafik her. Diese Türsounds sind andere, hört man. Ja, gefällt mir besser. Ah genau, dieses Leuchten ist auch nicht mehr so extrem. Das war ja immer ganz extrem, glaube ich, vom Leuchten. Ach doch, ist immer noch. Aber sieht besser aus auf jeden Fall. Ja, jetzt sieht der natürlich ein bisschen blass aus. So, nein, gut. Achso, genau. Dann, es gibt ja hier dieses Auto. Das hat auch ein Update bekommen. Das zeige ich mal ganz kurz. Und zwar hier mit den Lampen hinten. Wenn man sich da reingesetzt hat ins Auto, waren diese Lampen dann dauerhaft an. Das sollte jetzt nicht mehr sein. Genau. So, wenn ich jetzt so hier mache, können wir auch Scheibenwischer machen. Endlich mal. Also wirklich Top-Leistung TML Studios, das gefällt mir. Okay, so, ich würde aber sagen, ja, Farben und sowas gefällt mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liked gerne. Und wenn noch nicht getan, lasst auch ein Abo da. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.